Mit einer kleinen Verspätung will ich dann doch noch mal einen Blick zurück aufs vergangene Jahr werfen. Ja, und wenn euch mein Jahresrückblick 2020 auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und zu meinem Jahresrückblick 2020. Aufmerksame Zuschauer werden natürlich schon wieder sehen, dass ich nicht live auf dem Motorrad fahre im Moment. Dafür ist das Wetter hier im Bild ein bisschen zu schön. Und durch Arbeit und Wetter habe ich auch irgendwie verpasst, jetzt zwischen den Jahren bzw. um Weihnachten rum die Gelegenheit nochmal zu nutzen, aufs Motorrad zu steigen. Deswegen sitze ich hier wieder gemütlich im Büro, mache meinen Jahresrückblick und im Hintergrund werde ich euch halt mal verschiedene Bilder einblenden. Ja, und die Bilder, die wir jetzt gerade im Hintergrund sehen, die stammen ja von meiner Anfahrt zur JHV 2020. Das war für mich auch eins der Highlights definitiv in diesem Jahr. Unser Treffen von der motovlog.de Community, dieses Jahr ausgerichtet vom Dotzer und vom Mr. B im Odenwald bzw. in dem Dreieck Spessart-Franken-Odenwald, wo wir dieses Jahr dann auch einen Tag länger verbracht haben. Normalerweise war es ja in den Jahren immer so, dass wir freitags angereist sind, samstags die Tour gefahren sind, sonntags wieder zu Hause. Dieses Jahr ging es also nochmal einen Tag länger und der eine Tag mehr wurde genutzt dafür, dass nochmal getrennte Touren gefahren worden sind. Das heißt, der Dotzer hat eine Burgentour gemacht, an der ich teilgenommen habe. Der Mr. B hat eine kleine Museumsrunde gemacht. Normalerweise war auch noch Phil Tonic mit an der Planung beteiligt und hätte an dem Tag dann eine Spessart-Runde anbieten wollen sollen. Das hat leider bei ihm aus persönlichen Gründen nicht hingehauen. Dafür haben wir aber seinen Teil dann an der gemeinsamen Samstagstour nochmal mit eingebaut. Im Großen und Ganzen wieder eine echt schöne Veranstaltung gewesen. Es ist immer wieder echt toll, die ganzen Leute mal in echt zu treffen, sozusagen sich zu unterhalten. Und ja, ich freue mich auch schon aufs Jahr 2021. Die Organisation für die Jahreshauptversammlung im Jahr 2021 ist schon so langsam angelaufen. Es haben sich wieder zwei gefunden, die das Ganze so ein bisschen organisieren wollen. Und ich bin schon wieder gespannt, wie das dieses Jahr wird. Ein weiteres Thema bei mir ist ja immer wieder, dass ich gerne mal Produkte ausprobiere und vorstelle und auch wirklich teste. Und da hatte ich dieses Jahr wirklich ein bisschen Glück gehabt. Also zum einen hat mich Sena relativ gut versorgt mit Geräten, die ich testen konnte. Und auch TomTom hat mir tatsächlich mal einen Rider 550 zum Testen zur Verfügung gestellt. Das habt ihr ja bestimmt auch schon mitgekriegt, weil natürlich entsprechend ein bisschen mehr Tutorials und sowas jetzt kommen konnten, die sich halt speziell mit dem Gerät auseinandersetzen. Innerhalb von dem Winterprogramm ist auch noch vorgesehen, dass ich da mal jetzt wirklich einen Test machen will. Navi-App oder Navi-Gerät, dazu ist es natürlich auch praktisch, wenn man so ein Gerät mit jemanden Fingern hat. Ein weiteres Späßchen war dann auch der Test von dem Metzler Rotec 01, den ich da hatte ich mich für den Test beworben sozusagen und bin tatsächlich gezogen worden, überraschend, als ich es eigentlich schon abgeschrieben hatte. Und das Ganze kam dann auch noch mit einer kleinen Orgie, was die Eintragung angeht. Dieses Jahr gab es ja eine Änderung in der Handhabung von den Reifenfreigaben und das habe ich natürlich bei diesem Test von Rotec 01 mal volles Programm ausschöpfen können. Wenn euch das also interessiert, dann guckt euch mal die Testberichte da von mir an, speziell den ersten Teil, wo ich halt mal so meine kleine Odyssee geschildert habe, bis ich endlich den Reifen drauf und eingetragen hatte. Auch bei den Motovlog-Setups habe ich wieder einige Sachen ausprobiert. Da kamen quasi noch ein paar Nachzügler hinterher. Ich hatte endlich mal die Möglichkeit, die Osmo Action auch auszuprobieren. Und ich habe noch mal eine Garmin Verb in die Finger gekriegt, die ja eine der wenigen Kameras ist oder sind, die noch ein Bluetooth-Audio quasi direkt unterstützen. War also auch mal recht interessant. Und der Fimi Palm ist mir in die Finger geraten. Als Alternative zu dem Osmo Pocket.
Und der konnte in einigen Teilen wirklich überzeugen, speziell was, wenn es darum geht, das Ganze am Motorrad zu installieren und zu betreiben. Einer meiner Lieblingsthemenbereiche ist aber natürlich das Thema Probefahrten. Da hat es im vergangenen Jahr aber natürlich nicht ganz so toll geklappt. Den Umständen geschuldet war es da relativ mau, muss ich sagen. Also zum einen sind natürlich die Events ausgefallen, zu denen ich immer hingehen konnte, um Sachen Probe zu fahren, an die ich hier in Fulda nicht rankomme. Zum anderen waren aber selbst hier in Fulda die Händler generell auch wiederum der Situation geschuldet relativ unterbestückt, was die Modelle kamen. Vieles kam zu spät, wurde dann unter Umständen nicht mehr angemeldet als Vorführer und so weiter. Also es war doch relativ dünn. Trotzdem waren wieder ein paar recht schöne dabei. Ganz unverhofft am Anfang des Jahres stand auf einmal der Heiko Hartung hier vor meiner Tür und hat mir die Fantic Caballero sozusagen ans Herz gelegt, die er in seiner kleinen Werkstatt, in seinem kleinen Laden hier in Dippertz bekommen hat, und die bin ich dann mal gefahren und hatte da auch wirklich meinen Spaß mit. Generell ist da ja so ein bisschen ein Trend im Moment zu erkennen, dass natürlich viele chinesische Triebwerke verbaut werden und oder komplette Modelle von dort kommen. Aus den Kommentaren habe ich da halt immer wieder sehen können, dass viele doch ziemliche Zweifel haben, was die Gerätchen angehen. Ich sage mir dann immer, selbst BMW und Harley lassen dort fertigen. Von daher sollte das eigentlich gar nicht so schlimm sein. Und meine Erfahrungen bis jetzt waren eigentlich auch immer okay. Natürlich kann ich in den 30 Minuten Probefahrt jetzt nicht wirklich was über die Haltbarkeit oder Wartungsgeschichten und so weiter von den Modellen erzählen. Ich setze mich nur drauf, fahre das gute Stück mal und sage, wie mir das Spaß macht oder nicht. Und von daher konnte mich auch das Teil begeistern, sage ich mal. Ein weiterer heißer Kandidat für mich, auf den ich lang gewartet hatte, war die Benelli 502C. Die hatte ich ja schon im davorgehenden Jahr, Ende des davorgehenden Jahres, wirklich das erste Mal irgendwo eine Ankündigung gesehen und musste halt so schmunzeln wegen dieser Ähnlichkeit von der X-Diavel. Und als es jetzt endlich geklappt hatte, selbe Spielchen für mich. Also ich hatte wirklich meinen Spaß mit dem Teil. Ich finde es faszinierend, finde die Ähnlichkeit halt lustig. Also ich bin da nicht irgendwie empört deswegen sozusagen, wie die so dreist klauen können, was die Optik angeht. Ich fand es, wie gesagt, echt nett, und zu dem Preis ist es doch wirklich ein Spaßmobil. Die einzigen Probefahrten, die ich wirklich so vorhatte und auch wirklich geklappt haben wie geplant, waren die BMW F900R und F900XR. Bei beiden hatte ich so meinen Spaß und bei beiden hatte ich auch das Gefühl, dass sie sich gegenüber dem Vorgänger, soweit vorhanden, wirklich verbessert haben. Aber letztendlich jetzt nichts, wo ich sagen muss, okay, ich muss jetzt sofort meine Monster verkaufen und mir eine von den beiden zulegen. Genauso unverhofft bin ich dann auch nochmal zu einer, es war eigentlich gar keine Probefahrt, sondern zwei Tage mit der BMW R1250R gekommen. Und da war es ja so, dass das halt ein Leihmotorrad war, was ich bekommen habe, als meine Monster zur Inspektion in der Werkstatt stand. Und damit war für mich natürlich auch mal ein bisschen die Möglichkeit, so ein Motorrad halt mal länger wie eine halbe Stunde zu fahren. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das Urteil damals davon beeinflusst worden ist, dass ich jetzt halt wirklich mehr Zeit hatte, ausgiebiger zu fahren und so weiter. Letztendlich war ich doch ziemlich begeistert von dem Teil. Ich muss allerdings auch sagen, so sehr in einigen Kommentaren dann mir schon angedichtet wurde, dass es wohl nicht mehr lange dauert, bis mir so ein Ding in der Garage steht, da muss ich dann doch ein bisschen enttäuschen. Also ich finde es wirklich super, dieses Teil. Aber trotz alledem reizt sie mich nicht wirklich jetzt zum Kaufen. Ich meine, wenn ich eine kriegen würde, würde ich sie sofort nehmen. Aber jetzt so der Punkt, dass ich sage, das wäre jetzt wirklich das neue Moped für mich, ist es auch noch nicht. Obwohl ich ja wirklich fast restlos begeistert bin von dem Teil. Das ist schon manchmal sehr merkwürdig. Viel problematischer für mich in diesem Jahr waren aber die Probefahrten, die nicht geklappt haben. Und da hatte ich doch einiges auf meiner Liste, was ich gern gefahren hätte.
Zum einen die Harley Davidson Livewire. Mit der habe ich ja sozusagen ein bisschen eine Historie. Und das wäre für mich so ein bisschen der Abschluss gewesen von einem längeren Kapitel. Wer sich dafür interessiert, das habe ich, glaube ich, mal in dieser Serie auf motovlog.de Motovlogger-Interview, Motovlogger mit Mr. B geantwortet, was es da für einen Hintergrund bei mir hat mit der Livewire. Letztendlich ist sie mit Grund dafür, dass ich heute sozusagen meinen Motovlog mache. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch da mal angucken vielleicht. Und die Probefahrt hat halt leider nicht geklappt. Also hier in Fulda haben sie keine bekommen bis jetzt, beziehungsweise sind sie noch nicht ein Standort, der halt die Livewire wirklich jetzt, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, anbieten darf oder supporten darf. Da muss man im Moment in die größeren Städte Frankfurt oder Kassel zum Beispiel gehen. Ich glaube Würzburg auch. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat es noch nicht geklappt bisher. Das sollte aber hoffentlich mit der Zeit passieren. Und da wiederum, was ich schon mal erwähnt habe, die Events wie zum Beispiel da im Normalfall dieses Harley on Tour, was bei uns normalerweise in Fulda immer an Pfingsten stattfand, hat jetzt auch wieder nicht geklappt und dementsprechend bleibt sie weiter auf meiner Liste. Die zweite kommt ja jetzt letztendlich dann erst im Frühjahr, beziehungsweise jetzt glaube ich Mitte Februar, die Panamerika. Jetzt werden einige wahrscheinlich die Augen rollen. Ich muss auch gestehen, es ist weder optisch mein Fall noch von der Kategorie her. Das ist ja in diesem Jahr auch ein bisschen rausgekommen. Aber fahren will ich sie auf jeden Fall mal. Und mein absolutes Highlight wäre gewesen die Harley-Davidson Bronx. Und mit der sieht es ja gar nicht mehr gut aus, ob sie überhaupt noch kommt. Es wird nicht mehr wirklich eine Aussage dazu gemacht. So einen kleinen Restfunken Hoffnung habe ich im Moment noch, dass jetzt da Ende Januar ist ja nochmal so eine Ankündigung von der neuen Modellpalette von Harley, dass sie vielleicht doch noch drin auftaucht, aber ich habe die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. Aber das wäre für mich wirklich die Harley gewesen, die ich am liebsten Probe gefahren hätte und wo ich mir auch intern irgendwie so eine Vorstellung oder eine Hoffnung gemacht habe, dass die theoretisch vielleicht meine Monster ablösen könnte. Naja, jetzt kommt sie wahrscheinlich gar nicht, aber wir schauen mal. Ein weiterer Ausfall für mich dieses Jahr war die Ducati Street Fighter. Die ist zwar gekommen, war aber wiederum hier in Fulda jetzt nicht als Vorführer verfügbar in gegebenem Zeitrahmen und auch da wieder der Event, auf dem ich das hätte theoretisch nochmal nachholen können, wäre für mich das SW Motec Open House Event gewesen, aber auch das natürlich ausgefallen, dementsprechend nichts geworden. Genauso wie die Triumph Rocket 3, die hätte ich ja auch gerne mal gefahren. Da wiederum hier in Fulda für mich kein Zugriff. Auch da wäre für mich wieder der Event gewesen, das SW Motec Open House ausgefallen ist nicht. Mal gucken, ob es in 2021 klappt. Die bitterste Pille für mich war aber die BMW R1800, weil die stand tatsächlich 2 Tage mal hier in Fulda bei Busch und Wagner und ich habe es nicht mitbekommen. Die hätte ich wirklich fahren können und sogar noch fahren können, bevor so die ganzen Berichte rauskamen. Also mittlerweile, ich habe sie natürlich gesehen, ich habe sie jetzt da, sie steht auch bei Busch und Wagner, wurde dann natürlich so spät geliefert, dass sie nicht mehr als Vorführer angemeldet wurde im Jahr 2020. Aber ich hoffe dann mal, dass es jetzt 2021, wenn die Saison wieder losgeht, das Wetter draußen passt und die ihre Vorführer wieder auf die Straße lassen, dass es dann hoffentlich mal klappt mit einer Probefahrt. Und zu guter Letzt natürlich noch die Touren. In 2020 war es natürlich ein leichtes Auf und Ab, was das angeht, was Touren angeht, wo kann man hinfahren und so weiter, welche aufladen. Nichtsdestotrotz habe ich eigentlich ein paar recht schöne Touren, wenn auch nur kleine, gemacht. Da war dabei, dass ich dann mal die Runde durch den Thüringer Wald endlich gedreht habe. War recht schön, wobei ich bis jetzt eigentlich nur die obere Hälfte abgeklammert habe und auch da ist noch Raum, dass ich jetzt die untere Hälfte mal in 2021 noch nachhole. Eine weitere recht schöne Tour war auch die Runde zum Biggesee, wo ich mich getroffen habe, mal kurz mit dem Bulldog Gus, dem Andyman Cam und dem Michael Bill Rider.
die dort sozusagen gerade unterwegs waren und so ein kleines Treffen veranstaltet haben. Zugegebenermaßen war an dem Tag das Wetter kurz vom Siedepunkt, aber ich hatte es eingeplant, ich bin es gefahren. Es war trotzdem eine recht schöne Tour, wenn auch ein kleines bisschen heiß. Eine von den beeindruckendsten Touren dieses Jahr war mit Sicherheit meine Runde mit den Einarm- und Einbeinhelden. Die hatten mich ja angefragt von wegen Unterstützung bei der Routenplanung hier in der Rhön für ihr Treffen und mich dann auch eingeladen, da halt mitzufahren. Da bin ich dazu gestoßen und das war, wie gesagt, echt ein beeindruckender Event. Also guckt euch das Video mal an. Ich finde es wirklich faszinierend, was die Leute da so der Reihe nach alle machen, wie sie damit zurechtkommen und wie sie trotz all den Widerungen halt da Motorrad fahren. Ich fand es, wie gesagt, echt super. Und natürlich zum Abschluss noch mein leidiges Thema Alpentour. Die habe ich ja in 2020 wieder sausen lassen, auch wenn viele gefahren sind. Mir war es irgendwie ja zu heikel, zu ungewiss. Dazu kommt natürlich auch noch, dass Österreich bestimmte Strecken für Motorräder mit einem bestimmten Standgeräusch gesperrt haben. Und was soll ich sagen, ich bin natürlich mit meiner Monster dabei. Und das macht es natürlich nicht einfacher, aber ich habe es mir wieder vorgenommen jetzt für 2021. Ich hoffe, dass sich die Situation in allen Ecken entsprechend bessert und dass ich eine Lösung finde, trotzdem auch so Sachen fahren zu können wie das Namenlostal. Mal gucken, was ich mir da noch einfallen lasse. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ja, und das soll es eigentlich so gewesen sein an den Sachen, die ich jetzt da hier für 2020 nochmal hervorheben wollte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei meinem Rückblick, habt noch ein paar Inspirationen gekriegt, welche Videos ihr vielleicht nochmal angucken könnt. Ja, und mir bleibt an der Stelle dann wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.